Aber hier willkommen zurück zu einem neuen Beschwörer-Video auf meinem Account und ich habe wieder fleißig gesammelt 44 mystische Schriftrollen. Ich wollte eigentlich noch viel länger damit warten, aber eigentlich habe ich tausende Baustellen, die ich zu erledigen habe. Ich will auf jeden Fall als nächstes Sigmarus auf 6 bringen, zudem will ich Bernhard auf 6 bringen. Ich bin momentan mit meinem Bonzen eigentlich total zufrieden. Ich muss unbedingt im Giants Ruhen farmen und so weiter, eigentlich gibt es genug zu tun. Ich bräuchte eigentlich, ich habe gar keine Zeit gerade für neue Monster, für neue Projekte. Zu denen sind mir die ganzen Devilmons ausgegangen. Sigmarus braucht auch noch einige Devilmons. Ja, aber wie das so ist, wenn man Monster auf 6 bringen will, braucht man Food ohne Ende. Man braucht Food ohne Ende. Und da habe ich mir einfach gedacht, ach komm, beschwerst du einfach. Kriegst du 44 mal Food, von daher, warum nicht? Dann geht's auch schneller mit dem Hochleveln. Vielleicht. Ich erwarte nichts. Vielleicht kriege ich ja noch vielleicht einen geilen Net 4 oder sowas. Mal sehen. Werde oder so wäre natürlich richtig nice. Oder ein Shazoon. Die beiden sind, glaube ich, so meine Top Net 4 gerade, die ich noch gebrauchen könnte. Aber da hätte ich natürlich wieder noch mehr zu tun. Aber ich gehe wie letztes Mal auch meinen Phoenix Wind in 0815. Die 0 kommt trotzdem davor, auch wenn es nicht funktioniert. Ist ja ganz egal. Letztes Mal hat es geholfen. Mal sehen, was ich so bekomme. Ich bin gespannt. Ich erwarte nichts. Ich brauche Food. Deswegen mache ich das Ganze in Gala Net 4. Wäre natürlich richtig nice. Und Net 5 sowieso immer gern willkommen. Und wenn ich in Net 5 habe, diesmal, wenn ich in Net 5 ziehen sollte, dann höre ich auch sofort auf zu summonen. Dann ist mein Glück erschöpft. Dann reden wir über den Net 5, aber das sehen wir ja dann. Okay, Leute. Ich hoffe natürlich trotzdem. Ich bin auch wie immer vor jedem Summoning aufgeregt. Aber das seid ihr mit Sicherheit auch, weil ihr hofft, ihr spart und ihr wollt irgendwas Geiles haben. Okay. Ich würde sagen, wir legen einfach los und schauen, was wir so bekommen. Haben wir genug Platz 60? Also das machen wir gleich noch Platz. Okay, los geht's. Okay, da ist das erste Foodmonster schon da. Geht drauf. Kurierhai geht drauf. Und was kriegen wir da? Elfenwächter. Finde ich alle nicht so pralle. Geht auf jeden Fall auch drauf. Aufnahme läuft noch. Ganz kurz nochmal gucken. Ja, alles gut. Nächste Rolle. Und, oh, Epicorn Priest kann ich zum Skill benutzen von Chloe. Nice auf jeden Fall. Das können wir gebrauchen. Werwolf geht drauf. Jetzt könnten die Blitze auch kommen, Minotaurus. Pfui. Pfui, weg mit dem. Will ich nicht sehen, Echsenmann. Food geht drauf. Ah, komm schon, Blitze. Kampftänzer geht weg. Los, was ist los? Oh, Adrian. Ah, Feuer. Den, glaube ich, behalte ich mal sehen. Vielleicht kann ich ihn noch gebrauchen. So schlecht ist der Adrian gar nicht. Mal sehen, vielleicht im Dekro irgendwann mal. Und jetzt ist er schon da weg, von daher. Fake Net 4 geht hier rein. Sensemann geht drauf. Komm, yes. Und. Oh nein, den habe ich schon. Oh Mann. Brownie. Wieso nicht Wasser? Wieso nicht Wind? Egal. Feuer habe ich schon. Geht nicht drauf. Den behalte ich, falls ich einen anderen bekommen sollte. Okay. Weiter geht's. Drunkenmaster geht drauf. Drück drauf. Yes, wieder Blitze. Oh, ne. Habe ich auch schon. Was soll das? Habe ich auch schon. Er soll aber gar nicht so übel sein. Aber keine Zeit für... Nee. Brauche ich nicht, geht ins Lager. Pinguinritter. Brauche ich nicht. Kampftänzer. Weg. Was haben wir da? Echsenmann. Weg. Yes! Yes! Komm! Ah, okay, die schauen wir uns mal genauer an. Ob ich die brauchen kann, ist Wind. Monster. Okay. Schauen wir direkt mal rein. Was kann sie, wenn sie erweckt ist? Die Fähigkeit erhöht. Greift alle Feinde dreimal mit einem Zyklon an. Jeder Schlag hat eine Chance von 40% die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der Feind 2 Runden lang nicht trifft. Ah, nice. Das hört sich nicht schlecht an. Zudem können wir wahrscheinlich diese Fähigkeit sowieso nochmal... Cooldown geht nochmal runter. Greift alle Feinde zweimal mit einem Zyklon an. Der Angriff... Achso, das war... Ach nee, das war die zweite Fähigkeit. Alles klar. Das war die zweite Fähigkeit. Er stellt einen Hurricane... um den Feind herum und absorbiert 3 Runden lang sein Angriffstempo. Und absorbiert 3 Runden lang sein Angriffstempo.
verringert sein Angriffstempo. Wie kann man Angriffstempo absorbieren? Das verstehe ich nicht. Ganz. Wirft einen kleinen Geist auf den Feind und erhöht die Chance auf einen Crit-Treffer bei der nächsten Runde um 30%, wenn du ein Crit. Das kennen wir auch von Barretta. Was kannst du hier? Oh, Angriffstempo in der Arena. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber das. Gucken wir mal, was die hier sagen. Check, meinst du Best Tapcorn? Ja, das. Ich denke mal, das wird ein Slow sein. Aber das ist nice. AOE. AOE. Und Single Target. Wie hat er sie genommen? Attack, Crit Schaden, Attack. Sie hat Stats. 834 Attack. Ziemlich hohen Attack. Ziemlich viel Base HP. Her Speed ist auch recht hoch. Mal gucken, vielleicht kann ich was mit dir anfangen, aber ist nicht meine erste Prio. So von den Skills und den Stats hört sich das Monster nicht schlecht an, auf jeden Fall. Okay, machen wir weiter. Exemann, Food. Yes, go! Komm! Oh, das haben wir da. Ach. Naja, Magierritter. Ist eigentlich, ja, die Magierritter sind nicht schlecht. Dunkel ist nice, Wasser ist nice, kriegen wir sowieso. Aber da kann ich gerade nichts mit anfangen, Ah, Lightning Raid ist okay. Da haben wir noch was für Arman, ist immer noch nicht voll bei mir. Sensemann geht drauf. Greif habe ich tausende mittlerweile, aber richtig nice. Werner hat richtig nice Marschstückchen. Geht drauf. Jawoll! Und, die muss ich mir auch nochmal angucken. Neostone Agents sind eigentlich, soweit ich weiß, alle gar nicht so schlecht. Aber schauen wir mal rein in den Neostone Agent. Machen wir ihn. Da, du bekommst eine Hauptfähigkeit, erhöht die Verteidigung dafür, dass wir in den Gildenkämpfen. Okay, die Verteidigung geht ein bisschen hoch. Also er kickt den Gegner zweimal mit einem Treffer, senkt es den Angriffsbalken des Ziels um 50%. Die Verteidigung aller Verbündeten steigt für 3 Runden. Okay, die Verteidigung, das ist ungewöhnlich. Entfernt alle schädlichen Effekte und füllt den Angriffsbalken des ausgewählten Verbündeten. Nice, das klingt nicht schlecht. Das ist sowas wie von Konamia, wie auch immer der ausgesprochen wird. Bloß hier ist es noch den schädlichen Effekt entfernen. Bei Kona ist es Angriffskraft geben. Was kannst du hier noch? Attackiert einen Gegner zweimal. Jede Attacke hat eine 25% erhöhte Chance, gegnerische Angriffe als Streichschüsse für 2 Runden zu erhalten. Ich glaube, das müsste ein Glancing-Hit sein. Okay. Es ist ja immer so, Wind ist bei mir immer sofort Giant. Hier, Silphe, Giant. Mal gucken. Was schreiben die Leute hier? Zum Neostone Agents. Olivia. Great Support Monster for any in the world. Giants B10 2A Hard. Okay. Scheint gar nicht so schlecht zu sein. Geht hier auf Speed HP. Def hat den. Was hat denn? 600er Def-Wert. Finde ich, ist zu wenig Def, um damit wirklich auf Def zu gehen. Hört ich vielleicht eher auf HP. Der HP-Wert ist recht hoch. Attack ist ganz okay. Okay, schau ich auch mal. Vielleicht kann ich damit auch was anfangen. Aber ist natürlich so gerade nicht meine erste Wahl. Geht erstmal aufs Lager. Keine Zeit für einfach. Okay, weiter geht's. Aber ich habe schon mal wieder ein paar nett vorbekommen. Bin ich auf jeden Fall wieder mit zufrieden. Gucken, was da noch so kommt. Food. Ich wollte auch eine Food. Ich will ja nur Food haben, von daher. Spectra kann ich auch noch gebrauchen. Vielleicht für Dragons. Da nochmal was für Arman dabei. Elfenwächter. Mal gucken, vielleicht kann ich mit dem Feuer was anfangen. Sehen wir dann. Imp Champion geht auf jeden Fall drauf. Jawoll! Oh, falsches Attribut. Warum? Leostone-Kämpfer, falsches Attribut leider. Gab es ja neulich auch im in der Hall of Heroes gab es den. Schneller dreifacher Angriff eines Gegners. Jede Attacke fügt einen kontinuierlichen Schaden zu. Das ist eigentlich nicht. Gerade dieses mit den kontinuierlichen Schaden, deswegen hatte ich mir gelegt, vielleicht ist da was für Giants. Aber schauen wir mal weiter. Auch erstmal aufs Lager. Schade, warum nicht Trevor? Das wäre geil gewesen. Trevor wäre nicht schlecht gewesen. Ah, okay, machen wir weiter. Lebende Rüstung, da habe ich noch was für Copper. Auf jeden Fall nice zum Skillen. Kurierei geht drauf. Elf Rollen noch. Lebende Rüstung, was für Copper. Magieschütze geht drauf. Ein bisschen Food habe ich. Ein paar Net4 habe ich.
Ah, kein Platz. Okay, machen wir eben Platz. Kein Problem. 8 haben wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, komm mal, haben wir ein paar mehr rüber. So, das Lager auch genau voll. Pickepacke voll, alles bei mir. Okay, zumindest habe ich keine neue Baustelle dazu bekommen, aber ich will mich natürlich trotzdem über was Geiles freuen. Wie Shazoon zum Beispiel. Mystische Hexe geht drauf. Obwohl Megan ist auch noch nicht ganz voll, kann ich auch noch benutzen. Fee geht auch drauf. Komm nochmal Blitze, einmal Blitze noch, einmal Blitze noch, einmal Blitze noch, los. Epicorn, jawohl, noch was für Chloe. Und kriegen wir noch was Geiles. Mumie, 3 noch, 3 noch. Kurier halt, 2 noch. Komm schon! Komm schon, habe ich letztes Mal auch gesagt, Fatasha, komm schon! Und. Nein, da kommt nichts mehr. Dearman noch. Okay. Ach komm, eine Kristallschuhe können wir noch, ist unser Lager auch komplett voll. Vielleicht? Nein, leider nicht. Okay. Oh, nochmal eine Megan bekommen. Okay, passt also. Ja, schauen wir mal nochmal in die Monster rein. Wir haben also bekommen, schade, leider falsches Attribut. Fake Net for Adrian. Vielleicht, mal gucken, wie gesagt, vielleicht kann ich ihn gebrauchen für Neko. Dann haben wir nochmal einen Brownie, den habe ich leider schon. Die Feuermagier-Ritterin, was kann die denn hier eigentlich? Je niedriger dein AP, desto größer ist dein Angriffstempo. Hat der Fight mehr als 50 HP als du, fügst du ihm 50... Boah, das hört sich eigentlich... Das hört sich eigentlich schon recht krass an. Aber ich kann sie nicht gebrauchen. Mal gucken, hier, Neostone Agent haben wir bekommen. Sylph haben wir bekommen. Ich bin eigentlich, wie gesagt, ich wollte nur Food haben. Ich habe Food bekommen. Ich habe ein bisschen was zum Aufwerten bekommen. Ein paar Armern, beziehungsweise ein paar Biermen bekommen. Mystische Hexe kann ich aufleveln. Hier was für Copper ist dabei. Spectra ist dabei. Also bin ganz zufrieden damit. Passt soweit. Mal sehen, vielleicht kann ich diese Monster noch gebrauchen. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit Pushen von Bernhard und von Sigmaros, dass ich die auf 6 bekomme, dass wir auch so ein bisschen im Tower wieder ein bisschen weiterkommen. Okay, alles klar. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.